Es ist ein richtiger Kuhhandel, den der Ständerat beschlossen hat. Tiefere Steuern für Unternehmen gegen mehr Geld für die AHV. Das ist Päckchen. Abstimmen könnten wir an der Urne dann noch über beides zusammen. So etwas hat es in der Schweiz noch kaum je gegeben. Wir diskutieren heute, ist das ein richtiger, mutiger, wichtiger Schritt? Oder ist es ein Beschiss am Volk? Heute in der Arena. Pirmin Bischoff, Ständerat CVP. Er sagt, dass die Steuerreform mit der AHV verknüpft wird, ist zulässig. Zweifellos. Das bestätigt auch das Bundesamt für Justiz. Michael Herrmann, Politgeograf, sagt, dieser Deal um Steuern und AHV verhindert, dass sich die Bevölkerung unabhängig eine Meinung bilden kann. Das ist reine Abstimmungstaktik. Christa Markwalder, Nationalrätin FDP, sagt, kritische Fragen sind hier angebracht. Aber klar ist, dass wir beide Reformen, Steuern und AHV, dringend brauchen. Moritz Leuenberger, Altbundesrat, sagt, rechtlich ist der Deal diskutabel. Aber dem Gedanken der direkten Demokratie entspricht er nicht. Später in der Sendung Dimitri Rougi. Er zeigt, wie zerbrechlich Einigungen im Parlament sind. Mit Hilfe einer Handvoll Gleichgesinnter bringt der Student das Referendum gegen Versicherungsdetektive zustande. Die Arena, moderiert von Jonas Preuß. Ja, guten Abend miteinander. Danke, dass Sie da sind. Sehr verehrte Gäste, herzlich willkommen ins Publikum. Herzlich willkommen Sie daheim. Danke vielmals für den freundlichen Empfang. Dankeschön. Gestern, meine Damen und Herren, gestern hat der Ständerat entschieden, die AHV-Sanierung und die Steuerreform sollen zusammenkommen, obwohl die beiden Sachen nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben. Pirmin Bischoff, das macht etwas so viel Sinn, wie wenn ich jetzt sage, Sie haben als erstes Wort, weil Sie so eine schöne Krawatte haben. Das ist ein starkes Argument, das ist wirklich eine schöne Krawatte. Ja. Aber der Ständerat hat gar nichts so wahnsinnig Originelles gemacht. Eigentlich. Wir haben eine Vorlage auf den Tisch bekommen, die heisst Steuervorlage 17. Dort schlägt der Bundesrat uns vor, man soll einen sozialen Ausgleich drin machen, mit Kinderzulagen. Und das Einzige, was der Ständerat gemacht hat, und das hat man gemacht, man hat diskutiert, ist das die richtige Art zu kompensieren, die Kinderzulagen. Und wir waren einstimmig der Meinung, das ist nicht das richtige Mittel. Und wir haben stattdessen die AHV-Finanzierung reingenommen. Die ist etwas grösser, das ist zuzugeben. Aber das Grundprinzip ist das Gleiche. Es ist an beiden Orten ein Handlungsbedarf vorhanden. Und vor allem, und darum ist das Wort Kuhhandel vielleicht agrarpolitisch schon nicht ganz falsch, vor allem hat das ermöglicht, dass wir über die vier Bundesratsparteien aus eine Einigkeit hergebracht haben. Das war in den letzten umstrittenen Vorlagen nie der Fall gewesen. Und das wäre eigentlich auch das Erfolgsrezept dafür, dass es könnte durchkommen. Das wäre das Erfolgsrezept, sagen Sie, dass das könnte durchkommen, was Sie da planen. Was der Ständerat nämlich plant, ist, dass er zwei grosse Geschäfte, die vielleicht wichtigsten Geschäfte vom letzten Jahr, wo beide abgekehrt sind, die Steuerreform und die AHV-Sanierung, zusammenbringt mit einer neuen Idee. USR 3 und Altersvorsorge 2020. Die beiden gescheiterten Vorlagen neu überarbeiten und daraus ein Paket machen. Das ist der Vorschlag des Ständerats. Darin enthalten: International verpönte Steuerprivilegien für über 20.000 Firmen werden abgeschafft. Auf Druck der OECD. Dafür werden neue Abzüge eingeführt, damit die Schweiz für Firmen attraktiv bleibt. Diese Abzüge führen zu Steuerausfällen. In der Höhe von rund 2 Milliarden Franken, wie der Ständerat schätzt. Als sozialer Ausgleich soll genauso viel Geld in die AHV fließen. Dafür werden die Lohnabzüge erhöht. Firmen und Angestellte zahlen also mehr in die AHV ein. Zudem fließt mehr Geld von der Mehrwertsteuer in die AHV. Ein Kuhhandel oder ein genialer Schachzug? Rente gegen Steuern. Moritz Leuenberger, Sie kennen den Schweizer Politbetrieb so gut wie wenig andere Leute. Haben Sie schon mal so einen Kuhhandel gesehen? Ich habe immer wieder so Kuhhandel gesehen, politische Kuhhandel, dass man etwas, das mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat, mit dem in Verbindung bringt. Ich habe das selber öfters gemacht, zum Beispiel LSVA, also die Lastwagensteuer, die konnte ich nur einführen, weil man gleichzeitig gesagt hat, dafür dürfen
40 Tonner umeinander fahren. Wo es nachher das Volk über die LSVA abgestimmt hat, ist es darum gegangen, dass damit sämtliche bilaterale Verträge davon abgehangen haben. Das hat dazu geführt, dass die Economy Suisse, also der Wirtschaftsverband, wo ja für die ist ja jede Abgabe, jede Steuer ist ja vom Teufel, oder? Die haben die LSVA unterstützt, damit andere Verträge, Handelsverträge, reingekommen sind. Politisch ist das alles möglich. Ob man dann in der direkten Demokratie die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auch in das Korsett hineinzwängt, dass sie nur einmal Ja oder Nein können sagen und sonst geht alles ab oder sonst wird beides angenommen. Das ist dann für mich nicht mehr eine politische Frage, sondern eine verfassungsrechtliche Frage. Also es ist eine ganz andere Sache, ob man Sachen einfach politisch Einigungen schafft oder ob man das fürs Volk zusammenknüpft, dass die dann auch noch beides zusammen haben können oder nicht. Friss oder stirb, Michael Herrmann. Das ist durchaus etwas anderes und es ist hier auch etwas anderes. Aber es ist völlig normal, dass es so Gegengeschäfte gibt. Aber speziell ist schon, dass wir hier eine Situation haben, dass sie die beiden wichtigsten Geschäfte, das ist nicht meine Idee, das ist auch aus dem Parlament herausgekommen, von den letzten Jahren, die grössten Hürden, wo man ja eigentlich müsste eine Meinungsbildung erlauben können, was den Leuten möglich macht, eben zu beidem nachzudenken, was ist der richtige Weg. Und nicht zu einem quasi zusammengefesselt, dass nachdenken, dann geht das ja nicht, weil man gar nicht die Meinungsbildung machen kann. Und das ist schon etwas anderes, als wir sonst kennen. Und das grenzt ja schon fast ein bisschen an Nötigung, weil der setzt jetzt ja sozusagen der Bevölkerung Pistolenkopf, entweder nehmt ihr beides oder nehmt nichts. Und bisher wäre das eigentlich auch, was die Sorgfalt betrifft, eine Möglichkeit gewesen, die Leute müssen können debattieren, unabhängig voneinander über das Zeug. Also eigentlich hat es wirklich nichts mit dem anderen zu tun. Nicht mal Äpfel und Birnen, sondern eher sagen wir, Zahnpasta und Herdöpfelstock, ist der Marc Walder. Wieso helfen Sie mit bei so etwas? Also ich war enorm stolz auf das Parlament, das ich im Jahr 2016 präsidieren durfte, dass wir so viele wichtige Reformen auf den Schlitten gebracht haben. Das ist die Unternehmenssteuerreform, das ist die Energiestrategie, das ist der Beginn der Altersvorsorge, nicht der Abschluss. Das ist aber auch die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, wo kein Referendum dagegen ergriffen wurde und womit der bilaterale Einklang steht. Nachher ist mal die Unternehmenssteuerreform bekämpft worden. Nicht, weil man eine Reform als solche bestreitet. Die das Referendum ergriffen haben, haben immer gesagt, wir wollen die Steuerprivilegien abschaffen, im Einklang sein mit den internationalen Standards. Und nachher hat man im Parlament, sage jetzt mal, die Altersvorsorge so verunstaltet, dass sie unserer demografischen Entwicklung nicht mehr gerecht wird, sodass wir nicht mehr dahinterstehen können. Und wir haben auch immer gesagt, wir brauchen die Reform, aber nicht die. Und damit haben wir zwei gescheiterte Reformen, grosse Reformen gehabt, die eigentlich unter unterschiedlichen Vorzeichen das gleiche Schicksal erlebt haben. Jetzt, wenn jetzt die gleichen Kräfte, die die Reformen bekämpft haben, sagen wir, versuchen, jetzt einen neuen Weg, in dem dass man aufeinander zugeht. Auf der einen Seite ist das natürlich lange nicht die Altersvorsorgereform, sondern man erkauft sich Zeit in AHV-Finanzierung. Aber man geht aufeinander zu. Aber man geht aufeinander zu. Und das ist in unserem politischen System auch von grundsätzlicher Bedeutung, weil wir keine Parteimehrheit haben, weil wir keine Koalitionsregierung haben, weil wir eben auch eine Konkordanz haben und miteinander eine Mehrheit haben. Absolut, die Gefahr ist einfach ein bisschen, und das ist die grosse Gefahr auch bei dem Ansatz, den man bisher schon gewählt hat, dass man jeweils die falschen Lehren zieht. Wir hätten ja eigentlich letztes Mal bei der Altersreform hätten wir auch die Lehre ziehen können, dass es überfrachtet war, dass die Leute eigentlich eine einfachere, klarere Vorlage wollten und auch überzeugbar wären. Wenn jetzt aber das scheitert, dann weiss überhaupt niemand mehr, wie man überhaupt noch Reformen machen kann, weil man nicht mehr Lehren daraus ziehen kann. Man wird immer noch mehr sagen, man muss noch mehr kompensieren und noch mehr kompensieren. Und da haben wir das Problem, dass wir am Schluss gar keine Reformen mehr machen können. Ich bin überzeugt. Es ist das Gegenteil, Herr Herrmann. Oder? Wir machen Gesetzgebung in der Schweiz. Das Parlament muss Gesetzgebung machen und darf Gesetzgebung machen. Meine, seit 1912 haben wir in diesem Land ein Zivilgesetzbuch. Das kennen die meisten. Das ist jetzt absolute Verletzung der Einheit der Materie. Da hat man in einem Entscheid ein Scheidungsrecht rein, die Hypothekardarlehen, das Erbrecht, Pflichtteilen der Geschwister. Alles zusammen in einem Beschluss. Eines der erfolgreichsten Gesetze in diesem Land, das wir haben, mit hoch umstrittenen Teilen drin. Und das sind mit der Einheit der Materie gekommen. Wir brauchen den Kompromiss über übergreifen. Okay. Das ist bei den letzten umstrittenen Fällen eben nicht gelungen. Wir kommen vielleicht noch zu dem Punkt, bei mir Bischof, aber was Michael Herrmann gesagt hat, ist ja, man kann nachher keine Lehre mehr daraus ziehen. Man kann den Willen vom Volk eigentlich nicht mehr lesen. Ist ja schon bei der Rentenreform nicht ganz einfach zu wissen, ist das jetzt runtergefallen, weil die Frauen Nein gesagt haben zu der Erhöhung, oder ist es runtergefallen, weil die Bürgerlichen Nein gesagt haben zu den 70 Stutz?
Herr Leuberger. Das ist natürlich auch das Risiko von diesem Vorgehen, dass die Gegner sich auch kumulieren können. Es gibt dann sowohl die Gegner gegen die AHV-Vorlage als die Gegner gegen Unternehmenssteuer. Und unter Umständen, die potenziert, könnten dann das Päckchen auch gefördert. Das ist dann das politische Risiko, wenn man so etwas macht. Also, noch einmal, für mich ist, ich finde es ja gut, ich finde es sehr gut, dass man so einen politischen Kompromiss macht. Ich finde es gut, dass Parteien, die sich sonst streiten wie die Verrückten, dass sie jetzt sagen, so, jetzt sitzen wir zusammen, probieren wir zwei völlig verschiedene Sachen. Wenn du ja sagst, sage ich zu dem ja. Ich finde das legitim. Es könnte noch viel weniger miteinander zu tun haben. Man könnte ja sagen, ich bin für Kuhhörner und du bist für mehr Militärflugzeuge. Oder also, du kannst jede Koalition machen. Aber mich dünkt es ein bisschen, das ging jetzt in Richtung Koalition wie in repräsentativen Demokratie, wo die Parteien zusammensitzen und miteinander eine Art Regierungsprogramm machen und sagen, wir machen das und das. Bei uns in der direkten Demokratie müssen am Schluss dann die Leute zu dem abstimmen. Und da gilt halt Einheit der Materie. Und von daher haben wir auch gerade wegen dem keine solchen Koalitionsverträge, sondern es muss der Bundesrat, die sieben müssen miteinander etwas finden, wo referendumstauglich ist. Vielleicht darf ich den Begriff, der jetzt schon zum zweiten Mal aufgekommen ist, gerade aufnehmen. Einheit der Materie. Man hat ja relativ strenge Regeln, wenn wir als Bürger etwas verlangen von der Politik. Wenn wir eine Volksinitiative machen, dann gibt es klare Regeln. Man darf nur etwas aufs Mal wollen. Man darf nicht eine Sache wollen und dann etwas ganz anderes, das nichts damit zu tun hat. Wieso sollen die gleichen Regeln, die man am Bürger stellt, Pirmin Bischof, nicht auch als Parlament gelten? Es gibt einen ganz einfachen Grund. Also bei der Volksinitiative haben die Recht, muss die Einheit der Materie gewahrt sein. Bei der Volksinitiative kann das eine Einzelperson oder eine kleine Gruppe sein, die einfach einen Satz möchte in die Bundesverfassung hineinschreiben und über den kann dann die Bevölkerung abstimmen. Das Parlament kann dazu nichts sagen, es kann nur eine Empfehlung abgeben. Wenn das Parlament ein Gesetz macht, ist das Vorgehen ganz anders. Dort ist es so, dass das Parlament vorher Vernehmlassungsverfahren durchführt, miteinander diskutiert. Im Zweikammersystem geht das ganze Gesetz hin und her. Und dann tut man sich auf eine Version einigen, vielleicht von einem Artikel oder 10 oder 100 Artikeln. Und darum sagt das Bundesgericht dort auch und auch das Bundesamt für Justiz, das das Ganze angeschaut hat, Gesetzgebung ist ganz anders zu beurteilen als die Frage von einer Volksinitiative. Okay, natürlich ist es anders zu beurteilen, aber die Idee von der Einheit der Materie ist ja, dass ich mir als Bürger freie Meinung machen kann, dass ich wirklich schauen kann, um was es geht, was finde ich dazu und dann ja oder nein schreiben. Und das ist ja nicht mehr möglich. Ich wüsste auch gar nicht, wie wir die Abstimmungsarena machen, wenn die beiden Sachen in der gleichen Sendung sind. Doch im Grundsatz hat er absolut recht. Also, ich wollte als Bürgerin mir auch eine Meinung bilden und eine klare Willensäußerung machen an der Urne auch. Nicht nur als Parlamentarierin im Parlament. Aber vergessen wir nicht, jeder politische Entscheid, auch Volksentscheid, ist eine Abwägung der Argumente. Also wer die 53 Seiten im Abstimmungsbüchli für die kommende Abstimmung hat durchgelesen, merkt, dass sie ganz viele verschiedene Themen im Referendum zum Geldspielgesetz. Und dort hat man nicht einfach eine Einheit der Materie. Aber es ist ein Gesetz. Genau, aber ich denke, es gibt einfach noch ein anderes Problem. Der hat ja gesagt, es ist sehr toll, dass man so eine breite Allianz machen im Parlament. Und das ist wirklich außergewöhnlich und das ist auch ein Problem von unserem System, dass es immer schwieriger ist, weil ja die Parteien und Fraktionen immer mehr auseinander sind, immer polarisierter sind. Das finde ich auch, das finde ich eigentlich etwas Bemerkenswertes und etwas Gutes. Das Problem ist ein bisschen, und das, da fürchte ich mich davon, dass dir, und das ist halt das Problem, wenn man im Parlament arbeitet, dass man vor allem schaut, wie kommt man sozusagen über einen Gang rein zu einem Deal und dass man vor allem in dieser Binnensicht vom Parlament heraus das beurteilt. Und dann eben hart fightet und dann findet, ah, jetzt hat man echt die tolle Lösung gefunden, wir können hier sogar von der SVP bis zur SP alle irgendwie an Bord holen. Aber die Vorlage kommt dann irgendwann ans Tageslicht und kommt irgendwann in die öffentliche Debatte. Und dort kommt das Volk dazu. Und das Referendum wird es heute, also man kann fast nicht mehr davon ausgehen, dass wenn jetzt alle eingebunden sind, dass es trotzdem kein Referendum gibt. Und das führt dazu, dass sich eben dann plötzlich das Volk ausgeschlossen fühlen kann. Also selbst wenn ihr von links nach rechts alle habt, wenn die Leute finden, ihr, das ist quasi eine Anmassung von euch, oder ihr nutzt euch die Situation ausnutzen, dann kann das Volk plötzlich finden, das so nicht mit uns. Und also, darf ich dich da etwas fragen? Fändest du es dann sauber, wenn zum Beispiel die beiden Parteien, SP und Freisinn, ich sage jetzt mal, dass die SP sagt, wir unterstützen die Unternehmensreform, weil die Freisinnigen unsere AHV unterstützen. Und die Freisinnigen sagen genau das Gleiche. Wir unterstützen. Und dann geht man getrennt
am Ding. Aber, das wäre okay. Aber die müssen dann ihre Wählerschaft und ihre Mitglieder müssen dann sagen, so bitte, ihr müsst jetzt, obwohl wir haben gewisse Zweifel, aber ihr müsst jetzt, ein Freisinniger müsst sagen, ja, wir wollen die Anfahrer. Eigentlich, das wäre ja dann super. Nur das, das passiert eben nicht. Aber das mangelt ein bisschen daran, genau, dass unsere politischen Parteien nicht das Gewicht haben, das sie in anderen westeuropäischen Ländern haben. Ich fürchte auch, dass die Basis dann einfach machen wird, was sie will. Und nicht los, was die Parteispitzen abmachen. Oder? Das ist halt das, die häufige Situation. Ja. Bei den Managed Care hat man das auch gehabt, eine breite Allianz im Parlament. Aber dann ist die Vorlage der Delegiertenversammlung. Herr Bortoluzzi zu der SVP, da ist das alles in sich zusammengefallen, wo eine ganz andere Stimmung herrscht. Und man muss wie die Stimmung, die an der Basis herrscht, muss man schon antizipieren, wenn man das Gesetz macht. Und wir tun es manchmal, antizipieren das zu wenig und denken mehr an die Mehrheit im Parlament. Also schauen wir es doch ganz schnell inhaltlich an. Was der Herr Leuenberger vorhin vorgeschlagen hat. Oder? Wir haben in der Wirtschaftskommission überlegt, ob man getrennte Vorlagen machen. Und wenn man getrennte macht, ist dann noch die Frage, ob man sie verbinden oder nicht. Oder völlig getrennt zur Abstimmung bringen. Parlamentsrechtlich können wir das gar nicht im Erstrot. Also der Nationalrat wird das können, wird das sicher auch diskutieren. Und ich sage nicht, das sei eine unmögliche Lösung. Auch in diesem Fall kann man sagen, wir machen zwei Vorlagen daraus. Das ändert das noch nicht können, weil wir einfach vom Bundesrat eine Vorlage bekommen haben. Und in dieser Situation darf man nicht schon zwei daraus machen. Gut. Also der Weg ist auch noch nicht verbaut. Das ist durchaus denkbar. Wenn man es allerdings dann nicht verlinkt miteinander, die beiden Vorlagen, und dann in die Volksabstimmung geht, dann ist natürlich das politische Risiko relativ hoch. Für mich Bischof, herzlichen Dank. Es ist tatsächlich sehr, sehr besonders, was wir hier erleben. Einerseits so ein Päckchen, das ich nicht wüsste, dass es schon mal gegeben hat. Und zweitens so eine Vorlage, wo alle grossen Parteien zumindest teilweise dazu stehen. Bei uns im Studio ist Barbara Gysi. Guten Abend. Vizepräsidentin von der SP, Nationalrätin. Sie sind ja, also Ihre Partei ist mit ursächlich gewesen, dass wir hierher kommen, haben das angebracht, den Vorschlag. Wieso stehen Sie zu dem Deal? Nach allem, was wir jetzt auch schon kritisch gehört haben. Ja gut, das ist eine Lösung, die erarbeitet wurde. Ist in der Ständeratskommission 10 bürgerliche Ständerätinnen und Ständeräte, 3 von der SP. Das ist nicht ein SP-Vorschlag, sonst würde wahrscheinlich der Teil Unternehmenssteuerreform auch noch ein bisschen anders aussehen. Aber ich glaube, die SP ist auch bereit, Hand zu bieten für eine Lösung, weil wir wollen auch die Steuerprivilegien abschaffen. Und auf der anderen Seite haben wir von Anfang an einen sozialen Ausgleich gefordert. Das ist in dieser Vorlage drin. Dass er für die AHV ist, denke ich, ist etwas, das allen nicht gut kommt. Das ist auch eine zukunftsgerichtete Geschichte. Und wir haben in beiden Vorlagen gewinnen wir Zeit. Wir können einen Schritt vorwärts machen in eine richtige Richtung. Wir sind aber an beiden Orten nachher nicht im Ziel. Aber ich glaube, wir haben den Druck und auch den Willen, dass wir etwas machen in dieser Legislatur. Und darum sage ich heute ja zu dem. Ja, aber wir werden auch noch viel diskutieren. Ich habe in Sie der vergangenen Woche diskutieren. Ein paar Diskussionen geführt. Ich muss Ihnen aber sagen, wir haben recht gute Reaktionen jetzt aus unserer Basis. Natürlich gibt es kritische Stimmen. Matthäa Meier, Nationalrätin von Zürich, hat twittert, das sei ein absoluter Beschiss. Der Deal, ein absoluter Beschiss. Haben Sie die jetzt schon auf Spur gebracht? Also ich bin in Diskussion mit ihr. Sie haben vorher die Basis angesprochen. Wir haben viele Gespräche mit Basismitgliedern. Wenn man dann erläutert und auch in Details geht, dann sieht man, dass es eben eigentlich eine gute Vorlage ist. Dass wir am Schluss in beiden Vorlagen einen Schritt vorwärts machen können. Auch in der Steuervorlage hat Sachen drin. Wir können einen Teil der Unternehmenssteuerreform 2 rückgängig machen. Das ist aus unserer Sicht sehr eine positive Sache. Also eigentlich fast eine linke Vorlage, Franz Götter von der SVP. Eine rechte linke Vorlage, zumindest eine, die Frau Gysi gefällt. Wieso gefällt es auch Ihnen, Nationalrat von der SVP? Also, dass in der AHV dass die gestärkt wird, da haben wir nichts dagegen. Oder? Wenn wir eine EU-Kohäsionsmilliarde zahlen und noch in die Olympiade noch eine Milliarde einstecken, dann können wir ja hoffentlich für unsere Leute in dem Land, die ein Leben lang gekrampft haben, auch mal etwas in die AHV tun. Was ich aber wirklich ein Armutszeugnis finde für das Parlament ist, dass es uns nicht mehr gelingt, isolierte Vorlagen zu bringen, die mehrheitsfähig sind. Und das ist natürlich schon ein Armutszeugnis. Ich meine, was kommt als nächstes? Tun wir als nächstes den Kampfjet verbinden mit der Pensionskassenreform? Also, es sind schon sehr abstruse Verbindungen, die da plötzlich gemacht werden. Sie sagen jetzt, es sei abstrus, Sie sagen, es sei ein Armutszeugnis. Aber so richtig dagegen sind Sie ja nicht. Ja, also was wir probieren, jetzt zu korrigieren, wenn das gelingt, das weiß ich jetzt noch nicht. Wir probieren das jetzt im Moment in der Kommission einzubringen, ist, dass man die Vorlage gleich wieder trennt. Aber man tut sie nicht ganz trennen, sondern man macht sie so, dass
wenn es zu einer Volksabstimmung kommt, dass man Ja oder Nein sagen zur AHV und Ja oder Nein sagen zur Steuer. Es braucht aber für beides ein Ja. Also man kann nicht isoliert noch reisen. Ja, aber Herr Grütter, das ist also Augenwischerei. Das ist ja, wie wenn ich meinem Bub würde sagen, willst du das Gemüse essen, willst du das Dessert essen, aber kleine Hint, die beiden Sachen hängen zusammen. Es ist mindestens die Form ist gewahrt, dass die Bevölkerung zu beiden kann Ja oder Nein sagen. Und wenn es nicht angenommen wird, weiss man wenigstens, warum es nicht angenommen worden ist. Ist es wegen der AHV oder ist es wegen der Steuerreform? Okay, aber gefesselt ist man trotzdem. Frei entscheiden kann man trotzdem. Es ist nicht eine komplette Entflechtung, die wir hier werden versuchen herbeizuführen. Ich muss Ihnen sagen, ich bin wirklich beeindruckt, ich habe es noch nie so etwas erlebt, dass alle vier Bundesratsparteien Hand bieten, um die direkte Demokratie, zumindest ein bisschen, das ist die Frage, einschränken. Aber Pascal Wischer hat dagegen von den jungen Grünliberalen. Guten Abend. Guten Abend. Hat man Sie überhaupt ins Studio reinlassen bei dieser grossen Einigkeit? Oder haben Sie sich versucht abzuhalten? Nein, wir haben gut diskutiert. Aber aus unserer Sicht ist das klar, ist der Vorschlag, der jetzt auf dem Parkett liegt, ist eine Grenze an Erpressung. Weil was der Ständerat gemacht hat, ist, man hat ein bisschen beide Sachen in den Topf hineingeworfen, hat ein bisschen Zückerli dazu getan und hat nachher gesagt, ja, wenn er jetzt da nicht Ja sagt, geht alles den Bach ab. Und aus unserer Sicht, vor allem aus Sicht der Jungen, ist das ein Affront, weil ganz klar, die Generationengerechtigkeit ist bei diesem Vorschlag nicht gewahrt. Man tut den Druck, den es braucht für die Altersformreform, da hat man wieder nach hinten verschieben. Man hat Geld nimmt man von den Angestellten, die wir als junge Meister zahlen werden. Und plus, ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, die letzte AHV-Reform ist abgelehnt worden, unter anderem, weil man gesagt hat, die Reform ist nicht generationengerecht. Und die, jetzt, die wir jetzt haben, ist alles andere als generationengerecht. Und aus meiner Sicht geht das nicht. Also verschiedene Punkte. Zuerst das mit dem Päckchen nochmal. Pirmin Bischof, friss oder stirbt. Genau das, was ich gesagt habe. Man zwingt dem Volk etwas auf, was es gar nicht will. Also das Volk kann immer noch Nein sagen. Ja, aber nur zu beiden zusammen. Ja, aber das ist halt bei einer Gesetzgebung. Ich habe vorhin das ZGB erwähnt, das Zivilgesetzbuch. Natürlich kann man nur zum Ganzen Nein sagen. Ich verstehe ein bisschen, dass man darüber diskutieren kann, ob es einen sozialen Ausgleich braucht in dieser Vorlage oder nicht. Da kann man geteilter Meinung sein. Aber da sind wir jetzt alle vier Parteien, mindestens im Ständerat und in der Kommission einig war, dass es einen sozialen Ausgleich braucht. Der Bundesrat hat einfach einen anderen gemacht. Und klar ist, dass das strittig kann sein. Aber wenn man einen macht, ist das immer sachfremd und ist immer keine Einheit der Materie. Aber so ist die Gesetzgebung. Aber ist das wirklich ein sozialer Ausgleich? Oder? Das ist ja auch ein bisschen problematisch. Oder? Das sieht vielleicht so aus, auf den ersten Blick. Es ist ja sehr symmetrisch. Das ist auch etwas, elegant ist an dieser Vorlage, oder 2 Milliarden hier, 2 Milliarden hier. Aber es ist ja tatsächlich der Fall, dass man einerseits die Unternehmenssteuerreform hat. Das führt zu Steuerausfällen bei den Kommunen, bei den Kantonen und auch beim Bund, wenn das umverteilt wird. Das ist ein ganz anderer Bereich vom Staat als die Altersreform, die ja in einen eigenen Topf hineingeht. Das heisst, wenn man findet, das müsse ein Ausgleich geben, also dass man dort zu wenig hat, vielleicht für Krippen oder für was auch immer, weil das Geld in der Bundeskasse fehlt, wird das Geld ja nicht plötzlich herzaubert, nur weil man es sozusagen der Allgemeinheit nimmt, damit sie sich also selber wieder finanzieren. Man gibt es einfach zweimal aus. Zweimal das gleiche Geld ausgeben, ist ja nicht eine Kompensation voneinander. Wo völlig unterschiedliche Kreisläufe sind getrennte Kreisläufe. Also wenn ich so würde sparen, Frau Markwalder, ich gebe einfach das Geld zweimal aus. Nein, das wäre nicht ganz logisch. Aber wir müssen uns schon bewusst sein, wir haben wirklich einen Reformbedarf bei beiden Sachen. Bei der Unternehmensbesteuerung und bei der Altersvorsorge. Das ist überhaupt nicht eine Reform, was da passiert. Das ist ein Zeitkaufen. Seien wir doch ehrlich, nennen wir das Kind beim Namen. Wir brauchen eine richtige Reform, nicht nur für die AHV, wo wir müssen strukturelle Anpassungen machen müssen, auch für die zweite Säule. Auch das ist eben abgelehnt worden im Rahmen von diesem Paket letzten September. Und was wir jetzt aber wollen, ist, dass wir dem Unternehmensstandort Schweiz Rechtssicherheit bieten und dafür bereit sind, einen Preis zu zahlen. Dass das die Erwerbstätigen sind, die im Umlageverfahren mit Lohnnebenkosten Abzüge haben, das ist sicher nicht schön. Jetzt sehen wir schon, das ist eine Frage eben, Generationengerechtigkeit, die man durchaus challengen kann. Aber auf der anderen Seite muss man mal überlegen, woher kommen wir. Der Kanton Waadt hat als einziger Kanton die Unternehmenssteuerreform 3 angenommen. Und der Kanton Waadt hat eine soziale Komponente drin gehabt mit Kinderzulagen. Die Kinderzulagen hat der Ständerat wieder rausgenommen, weil er gesagt hat, sonst wäre das ein Ausbau vom Sozialstaat. Und das ist aus liberaler Sicht so. Und so sagen wir, die AHV hat sowieso
Finanzierungsbedarf. Jetzt tun wir uns ein bisschen Zeit mit neuem Geld erkaufen. Aber wir wollen die Reform und wir wollen auch ein höheres Rentenalter für die Frauen und wir wollen auch Flexibilisierungen und wir wollen auch eine Senkung des Umwandlungssatzes festhalten. Im nächsten Schritt, aber das sagen wir bereits. Sehen wir ja schon, wir haben einen riesen Knusch, oder? Wir haben einen riesen Knusch zwischen Rentenreform und zweiten Säule, Umwandlungssatz senken und Steuerwettbewerb und internationale Firmen. Es kommt ja alles in einen riesen Topf. Wir wissen ja gar nicht mehr, über was wir wirklich diskutieren, weil sie die beiden Sachen zusammenkleben. Das ist doch genau das Problem. Das ist doch das Problem. Wir wechseln da direkt von der zweiten Säule zur Unternehmenssteuer, Moritz Leuenberger. Ja, aber da muss ich jetzt halt gleich sagen, Politik kann nicht darin bestehen, dass jeder nur sein eigenes Steckenpferd, das er reitet, dass er das so umsetzen kann, wie er will. Zum Teil braucht es halt dann einfach Koalitionen mit anderen. Politik ist, und in der direkten Demokratie auch, ist so vielfältig, dass jede Partei auch auf die andere angewiesen ist. Und das ist gerade das, was wir ja sehr oft vermissen, dass die politischen Parteien nicht mehr fähig sind, miteinander eine gemeinsame Lösung zu finden. Und darum noch einmal, politisch finde ich das eigentlich sogar bewundernswert, dass die jetzt zusammengehen, mitten in der Legislatur. Das ist gut. Verfassungsrechtlich, da, ich gebe jetzt zu, da habe ich auch ein bisschen Zweifel gehabt. Da dachte ich, ja, also geht das rechtlich, dass dann die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die jetzt halt zu jedem Einzelnen möchten, Stellung nehmen, geht das? Jetzt ist ein Gutachten vom Bundesamt für Justiz gekommen. Und, das lassen wir jetzt mal so stehen. Was für Überlegungen hinter dem Gutachten stehen. Aber ich möchte den Punkt aufnehmen, den Sie angesprochen haben, Herr Leuenberger. Und zwar den, dass es ja eben nicht geklappt hat mit der Reform. Wir haben ja gesehen, dass wir eine Blockade haben. Michael Herrmann, ich meine, nur darum kommt mir auf die Idee, weil die beiden wichtigen Vorlagen abgekehrt sind. Ist es schwieriger geworden in der Schweiz, grosse Reformen anzubringen? Es ist schwieriger geworden, weil es mehr Reformbedarf gibt. Es war früher auch schon schwierig. Immer schwierig. Also, schon in den 50er Jahren hat man Mühe gehabt, Steuerreformen zu machen. Man konnte Mehrwertsteuer fast nicht einführen. Aber heute hat man viel mehr. Der Anspruch ist grösser geworden, weil man auch mehr Reformbedarf hat. Lange konnte man den Wohlfahrtsstaat ausbauen. Dann war es auch einfach, das zu verkaufen. Und seit den 90er Jahren ist es schwieriger geworden. Aber die Frage ist, machen wir das Richtige daraus? Ziehen wir die richtigen Schlüsse? Und mir denken es manchmal, die Politik muss mehr Führungsverantwortung übernehmen. Gerade in diesem Bereich Unternehmenssteuerreform. Ich glaube, einfach, da ist ein grosses Problem, dass da ein Wahrnehmungsunterschied zwischen Politik und Bevölkerung ist. Die Bevölkerung sieht viel weniger den Druck. Ich selber habe immer gedacht, die schwarze Liste, oder? Das kennen wir, jetzt haben die Italien und Brexit, was soll das, was betrifft das uns? Wir sitzen ja nicht am Verhandlungstisch. Vielleicht darf ich es ganz schnell erklären. Es geht darum, die ganze Unternehmenssteuerreform 3, die hat man nur wollen machen, nicht weil wir Lust drauf hatten, sondern weil es massiven internationalen Druck gibt, mit eben zum Beispiel schwarzen Listen, dass die Schweiz solche Steuerregime, die sehr umstritten sind, Steuerprivilegien für Firmen muss abschaffen. Und da muss man eben neue Privilegien machen, wobei das natürlich umstritten ist, damit die Firmen nicht gehen. Das genau. Ist der Druck. Genau. Und wichtig wäre jetzt, dass wir den Leuten erklären würden, dass man ohnehin Steuerausfall hat. Zwar nämlich nicht primär wegen der schwarzen Liste, sondern weil andere Länder Gegenforderungen stellen, weil die Regime unter Druck kommen, weil die Kantone werden die Steuern senken. Und das, ich glaube, die Leute würden das sogar verstehen. Ich würde das sogar verstehen. Nicht nur unter Druck, weil die Steuern ausfallen, sondern wir haben andere Länder, die haben erfolgreiche Steuerreformen hinter uns. Also hinter sich zum Beispiel gerade Amerika. Wir waren im April mit der parlamentarischen Delegation in den USA. Wir haben uns auch dort mit Schweizer vor Ort getroffen, die Unternehmen beraten, die in der Schweiz investieren oder die sich auch überlegen, ob sie weiterhin in der Schweiz bleiben, respektive überhaupt erst in die Schweiz kommen. Und das sind natürlich Überlegungen, die jetzt mal so lange existiert sie, bis wir eine Steuerreform haben. Und natürlich, das müssen wir den Leuten erklären. Und ich bin auch sicher, die Politik kann erklären, wenn sie will. Obwohl sie natürlich jetzt bei der Steuerreform sehr, sehr viele technische Details. Und es ist am Schluss nachher noch eine Glaubensfrage. Oder? Ja, die letzte Abstimmung, denke ich, haben wir verloren, weil die Leute das Gefühl hatten, der Mittelstand muss in die Bresche springen. Ja, es ist auch eine Frage. Sie sagen jetzt, es ist eine Führungsfrage. Entschuldigung, Frau Franken. Ja. Sie sagen, es ist eine Führungsfrage. Sie sagen, man muss es besser erklären. Aber Sie machen doch die Rechnung ohne den Wirt nicht. Die SP hat das ja ganz anders gesehen und hat gefunden, so dringend ist das nicht. Nicht um den Preis, nicht auf dem Buckel, haben Sie gesagt, vom Mittelstand. Oder müsste die SP einfach die Führungsverantwortung wahrnehmen? Oder wie verstehe ich das? Ja gut, wir haben uns ja eingebracht, auch jetzt in dieser Reform. Man muss einfach auch noch mal sehen, der Bundesrat hat ja schon die Verknüpfung mit einem sozialen Ausgleich in die Vernehmlassung gegeben. Da hat noch niemand von der Einheit von der Materie geredet, hat das niemand moniert. Es hat wie
Christian Markwalder gesagt hat, der Kanton Waadt hat auch eine soziale Kompensation in der Umsetzung gehabt. Basel-Stadt macht das, Zürich. Das ist überhaupt gar nicht so schräg, wie Sie jetzt das formulieren oder irgendwie das Volk aushebeln, weil man kann ja dann am Schluss ein Ja oder Nein sagen zu dieser Vorlage. Und ich meinte einfach, es ist schon im Interesse der Schweiz, der Wirtschaft, auch von mir als Bürgerin, dass wir da eine Lösung anfinden. Okay. Auch für die Unternehmenssteuerreform, die einigermaßen ein gangbarer Weg ist. Gerade für die Jungen. Ich finde es darum relativ schräg, wenn die Grünliberalen sagen, das ist nicht generationengerecht. Wenn wir nämlich Abwanderung von Arbeitsplätzen haben, dann nützt ihnen das auch gar nicht. Das ist für die Jungen enorm wichtig, dass man eben da auch irgendwie Lösungen findet. Ich versuche noch mal nachzuhaken, weil der Herr Herrmann hat ja gesagt, anstatt solche Päckchen zu machen oder Zuckerguss drauf, das Wort ist gefallen, könnte man einfach sagen, Führungsverantwortung übernehmen und sagen, liebe Leute, wir brauchen die Steuerreform. Aber genau das hat ja die SP nicht gemacht. Sie haben ja nicht gesagt letztes Jahr, es braucht die Steuerreform wegen der Jungen. Wir haben gesagt, Arbeitsplätze verlieren. Wir wollen die Steuerreform, aber nicht die, weil die geht viel zu weit. Aber es hat ja nur die und im Übrigen sind jetzt, ist der Prozess ist ja der, dass es eine Kommission gibt, die ihre Arbeit macht, wo auch unsere Mitglieder mitgearbeitet haben. Es ist nicht eine Sache von einer Partei, die ganze Lösung zu bringen. Sie wissen auch, wenn die SP eine Lösung vorschlägt, im Alleingang können wir keine Vorlage mehrheitsfähig machen. Wir sind auf Partnerinnen und Partner angewiesen, wie das jede Partei in diesem Land ist. Und die letzten beiden Abstimmungen haben einfach gezeigt, dass wenn nur zwei Parteien im Boot sind, dass es nicht langt. Aber Michael, Sie haben etwas anderes gemeint. Es geht, erstens hat es ja Verbesserungen gegeben. Und ich denke einfach, das Problem ist, man muss den Leuten sagen, dass er ohnehin einen Steuerausfall hätte. Dass es ja nicht darum geht, man hat sozusagen die perfekte Welt, wo die Steuern noch da sind oder sie sind nicht da. Und dann würden das die Leute auch verstehen. Und auch ich würde es verstehen, was erst mal auch skeptisch war. Und ich denke, das ist am Schluss entscheidend, dass ihr das schafft, das überzubringen. Und die Gefahr ist, wenn ihr das an etwas anderes herkommt, dann sage ich dir doch, das ist eigentlich etwas Schlechtes, die Steuerreform. Die brauchen wir wegen der OECD, wegen der EU. Und jetzt tun wir sie noch verzuckern. Mit der AHV-Dimension. Wir können ganz doch viel direkter und ehrlicher sagen, die ist wichtig, die Steuern. Es ist im Gegenteil, Herr Herrmann. Es ist im Gegenteil. Was ihr jetzt sagt, ist reine Theorie. Reine Theorie. Tatsache ist, am 2. Februar letztes Jahr hat das Volk ein solches Paket bereits abgelehnt. Und zwar deutlich. Eines, was man gesagt hat, es geht um Steuerausfall, es geht um die Hälfte von der Bundesgewinnsteuer. Und trotzdem hat das Volk... Und trotzdem hat das Volk gesagt, wir wollen das nicht, wenn keine Kompensation drin ist. Man hat dann gemeint, man tut das einfach erklären und dann finden das die Leute gut. Und dann habe ich an diesen Tisch, wo ich mit ihnen geredet habe, müssen hören. Und ich verstehe die Leute, dass sie sagen, jetzt tun die Unternehmen um über 1 Milliarde entlasten. Und was kommen die anderen über? Was kommen wir über, die müssen gehen? Aber jetzt entlastet es und jetzt, auch. Und gleichzeitig haben wir die Situation mit der AHV, wo Frau Markwalder hat das richtig gesagt, wo die Reform ohnehin nötig ist. Und die AHV ist jetzt wirklich in dem Sinne ein elegantes Instrument und ein gutes. Es ist ein populäres Sozialwerk in diesem Land, das bedroht ist wegen der Finanzsituation. Und dass man das zusammennimmt und dann sagt, wir haben auf der einen Seite Unternehmenssteuern, die wegfallen, 1 Milliarde oder noch mehr. Und auf der anderen Seite möchten wir etwas, das allen zu gut kommt. Ja, aber der hat ja genau gesagt, was die Leute da gestört hat, ist, wenn schon, dass die Unternehmen so viel entlastet werden, und dass die Unternehmen sozusagen leicht rauskommen. Gut, man kann ja auch mal auf die Unternehmenssteuerreform 1 verweisen, die auch eine Entlastung war und die uns nachher mehr Steuereinnahmen beschädigt, bevor Sie noch weiter zurückgehen in die Vergangenheit von Markwalder, ich möchte die einfache Frage, die ich kann, noch mal stellen, und zwar an Moritz Leuenberger. Ist es schwieriger geworden? Ich meine, der Pirmin Bischof steht ja schon mit einer gewissen Berechtigung heute da. Er hat als Einziger, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, für beide grossen Reformen geredet. Er hat beides wollen. Sie wollten die Altersreform wollen, und sie wollten die Steuerreform wollen, und sie haben zweimal gesagt, sie sind wichtig und zweimal verloren. An was liegt das, Moritz Leuenberger? Ich finde, es sei tatsächlich schwieriger geworden. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir in einem permanenten Wahlkampf sind. Viele Parteien tun die Initiativen, aber auch das Referendum eigentlich fast gar nicht mehr zu der Sache selber benutzen, sondern zur eigenen Profilierung im Hinblick auf die nächsten Wahlen. Also ich schaue nicht eine Partei besonders an. Das ist heute ein Marketinginstrument geworden, ein Referendum um den Initiativen. Das führt zu einem permanenten Wahlkampf. Und das führt dann auch dazu, dass
innerhalb von einer Partei, die jetzt eine Gegenmeinung zu der Fraktion im Parlament und erst recht natürlich zum eigenen Bundesrat haben, dass das auch schon wieder der eigenen Profilierung dient. Und so ist eigentlich da vier Jahre lang ein Hickhack. Während früher ist während der Legislatur hätte man doch zusammen miteinander etwas können schmieden. Und das meinen Sie, ist eigentlich vielleicht gut fürs Fernsehen, aber schlecht für die Schweiz? Das ist natürlich ein Trend, der auch nicht nur bei uns ist. Es ist überall so, die Demokratie ist von medialen Instrumenten mehr beherrscht als früher. Ich sage nicht nur, dass das schlecht ist. Also schließlich ist es ja gut, dass die Leute sich beteiligen, aber wenn es dann eigentlich nur in dieser schrillen Art und Weise von der Aufmerksamkeitsbewirtschaftung geht und nicht mehr mit der Verantwortung für das Gesamte, wo jetzt eben die politischen Parteien wieder probieren. Sie wollen nicht gerade für das Gesamte, aber immerhin zwei wichtige Sachen möchten sie jetzt doch wieder. Und von daher ist die Reaktion sehr, sehr verständlich. Sie sagen, es ist schwierig geworden wegen dem permanenten Wahlkampf und Sie sind so höflich, dass Sie nicht sagen, wen Sie anschauen. Ich sage es jetzt, natürlich richtet sich das vor allem an die Polparteien, an die SVP und an die SP. Was sagen Sie zum Vorwurf, dass Sie eigentlich früher noch mal vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr Wahlkampf gemacht haben und jetzt jeweils fünf? Ja, also ich bin mit dem Herrn Leuenberger natürlich nicht einverstanden. Also wenn er sagt, dass Initiativen und Referenden nur noch Marketinginstrumente sind, dann liegt er falsch. Oder? Wenn Sie am Samstagmorgen an kalte Füße im Winter, wenn es schneit, Unterschriften sammeln, ist das nicht Marketing. Aber man macht auch Wahlkampf im kalten Winter mit nassen Füßen. Nein, ich glaube, es ist ein Ausdruck. Initiative und Referende ist immer ein Ausdruck von einer Unzufriedenheit oder etwas, das die Leute stört. Und das ist letztendlich ein notwendiges Instrument, um das, was im Parlament falsch läuft oder auf der Regierung falsch kommt, zu korrigieren. Ja, schön wäre es natürlich, wenn es zum Teil auch ein Instrument wäre, um etwas aufzubauen, oder? Wie die Initiative eigentlich gedacht ist. Und nicht nur immer, was die Leute stört. Und dann muss man, wenn möglich, noch reinpeitschen, dass es auch möglichst stört. Also da habe ich manchmal ein bisschen defetistisch. Ja. Aber ich habe ja gar nichts gesagt von der SVP. Ich bin jetzt plötzlich, Sie haben das jetzt weitergegeben. Jetzt wird ich werde ja plötzlich... Zum Juso, Entschuldigung. Also nein, Sie können eigentlich ganz gleich Moritz Leuenberger auch die SP fragen. Die SP, die zum Beispiel eben die Unternehmenssteuerreform 3 bekämpft hat, die eine AHV-Plus-Initiative gebracht hat. Alles auch Vorlagen, die ein Wahlkampfelement haben. Wenn ich es jetzt mal so höflich sage, wie es Moritz Leuenberger gesagt hat. Also ich glaube, dass nicht nur wir Initiativen machen oder auch Referenden ergreifen. Das sind alle Parteien mittlerweile. Es sind auch außerparlamentarische Gruppen. Das Element vom dauernder Wahlkampf, das hat sicher etwas für sich. Es ist so, dass es die ganze Politik viel medialer geworden ist. Und ich glaube, das ist auch in dieser ganzen Geschichte, dass eben das ein Kuhhandel oder ein Kompromiss ist. Ein Teil, dass eben die Journalistinnen und Journalisten haben während etwa zwei Monaten keine Story können schreiben, weil die Kommission im Stillen geschafft hat, einfach ihre Arbeit gemacht. Und die Journalisten waren ein bisschen frustriert, dass am Schluss eine Lösung da ist. Und nicht wie in einer Nationalratskommission nach jeder Sitzung oder schon während der Sitzung irgendjemand Infos rausgegeben hat. Also müssen Sie eigentlich die Journalisten auch einbeziehen, wenn Sie... Und reden wir so gegen die Vorlage, die grundsätzlich nichts anderes ist, wie das Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihre Arbeit gemacht haben. Und das Volk kann nachher, wenn sie wollen, kann man ein Referendum ergreifen und darüber abstimmen. Das ist so läuft's. Das Ganze doch nicht heute Abend haben wir weit mehr befürwortet im Studio als Gegner. Sie bitte, Herr Wischer. Vielleicht noch mal zurückzukommen auf die Art und Weise, wie der Scheinkompromiss aus unserer Sicht stand kam. Ein Kompromiss ist es ja schon. Ein Kompromiss, der von einer Schattenregierung im Ständerat gemacht wurde, ist zulasten von der jungen Generation. Ich denke, das ist sehr wichtig, zu sagen, wir sind die Generation, die das zahlt. Und darum sind wir auch dagegen. Und es ist auf der Straße von links bis rechts eigentlich ein Unwohlsein da über das grosse Monsterpaket. Weil eben genau man sich nicht separat zu jedem Thema äußern kann. Und die Leute von links bis rechts die holen wir ab mit unserem Referendum. Weil wir sind der Meinung, dass man wirklich diese Sachen muss trennen muss. Ich würde wollen, so gut wie Sie eine Aussage darüber machen, was die Leute auf der Straße denken. Das kannst du machen. Ja, ich bin einfach sehr erstaunt über Herrn Wischer seine Aussagen. Weil er Absicht, generationengerecht zu legiferieren, stimmen wir beide überein. Aber wenn ich mir überlege, was die Grünliberalen bei der Rentenreform im Parlament gemacht haben, sie haben es eigentlich ursprünglich bekämpft, sie waren ziemlich erwachsen, dass sie nicht schon im Parlament gescheitert ist. Und die Delegiertenversammlung hat am Schluss die Ja-Parole beschlossen. Also dann könnt ihr nicht mehr wirklich glaubwürdig von generationengerechten Anliegen reden, wenn ihr für diese Rentenreform, die ist abgelehnt worden, von
Generationengerechtigkeit? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, jetzt versucht man zwei Sachen zusammenzunehmen, die bei der Altersvorsorge nicht kein einziger struktureller Anteil drin haben. Noch nicht. Dass dort eine Reform unterwegs ist, das wissen wir. Oder? Ich denke, es ist ganz klar, der Druck wird komplett weggenommen für eine erste Reform. Er wird vier Jahre verschoben. Das ist zeitlich. Für uns ist ganz klar, dass auf der Last der Jungen. Wir sind bereit, unserer Generation einen Beitrag zu leisten. Wir sind bereit, länger zu arbeiten. Wir sind bereit, mehr Mehrwertsteuer zu haben. Aber nicht für eine Reform, die einzig und allein ist. Wir haben zweimal gesagt, jetzt werden die Altersreform wegen dem verzögert, verschleppt, verschoben. Wir haben absichtlich wegen dem auch den Bundespräsident Berset in die Kommission eingeladen und das protokollieren. Am Zeitplan Altersreform ändert sich überhaupt nichts. Im Sommer kommt der Bundesrat raus, also jetzt Paket hin oder her, kommt auf, raus mit dem Vernehmlassungsvorschlag. Gut. Und Ende Jahr wird das Paket kommen, genau gleich, ob jetzt mit ohne dem Entscheid vom Ständerat. Ich freue mich natürlich, als ihr mich in dieser Schattenregierung seht. Die NZZ hat ja das schon geschrieben. Die NZZ hat sogar geschrieben, man sagt ja jetzt eigentlich, wenn wir den Wack vom Ständerat sind, gar nicht im Bundesrat werden. Und wir haben sowieso viel mehr. Nein, das freut mich, das freut mich für Sie, Herr Bischof. Ich muss jetzt also sagen, das ist Schon Michael Herrmann, eine Frage noch zu dem. Dass man so Päckchen macht, dass man jetzt so eine grosse Einigung versucht, liegt das daran, dass die Sachen zu komplex geworden sind? Wir haben es ein paar Mal gehört heute Abend. Eine Hornkuh-Initiative, da kann man sich etwas darunter vorstellen, ist auch diese Woche im Rat gewesen. Jeder hat schon mal eine Kuh mit Hörner gesehen, jeder hat schon mal eine Kuh ohne Hörner gesehen. Aber eine Steuerreform, ist es einfach zu kompliziert? Es ist nicht per se zu kompliziert. Ich denke, es ist mehr das Problem, dass es ist komplex, oder? Aber ich glaube, die Leute können auch über das abstimmen. Das ist Teil der direkten Demokratie. Aber weil es halt immer verschiedene Facetten hat, schon die Steuerreform selber, weiss man eigentlich nicht, was jetzt die Leute eigentlich gut finden, was sie problematisch finden. Und die Gefahr ist einfach, dass man immer noch eins oben drauf macht, dass man es immer noch komplexer, immer noch grösser den Bogen spannen, weil man das Gefühl hat, so können wir das Problem lösen. Die Frage ist, ob das wirklich und dann der völlige Absturz erleidet. Aber dass das genau nicht passiert, das ist ja der Wille vom Parlament. Was das Parlament da versucht, was der Ständerat versucht, ist so einen grossen Kompromiss zu schmieden, dass er geschützt ist gegen das Referendum. Und wir haben es diskutiert, vielleicht ist das sogar ein kleiner Trend. Aber, meine Damen und Herren, es gibt auch eine Gegenbewegung in der Schweizer Politik. Ausgerechnet auch diese Woche, vor drei Tagen, ist ein Referendum zustande gekommen gegen Sozialdetektive. Ein Referendum, das getragen wird, nicht von einer grossen Partei oder einem Verband oder einer Gewerkschaft, sondern von einer kleinen Handvoll von Einzelpersonen. Ich begrüße ganz herzlich bei uns den Dimitri Rouschi. Guten Abend. Herr Rouschi, Sie sind, wie alt sind Sie? 20. Sie sind Student und Sie haben das Referendum mit ein paar anderen zusammengebracht, über das Internet, über soziale Medien, nachdem alle anderen Parteien verzichtet haben. Wie haben Sie das geschafft? Das ist direkte Demokratie. Ich glaube, wir haben einfach vielen Leuten das Gesetz erklärt, das auch so ein bisschen kreatives Legiferieren ist. Wir haben vorher schon von so komischen Modellen und komischen Boten gehört. Dort hat nämlich das Parlament Text genommen aus der Strafprozessordnung, die übergenommen ins Gesetz über die Versicherungen, aber vergessen das Fundament und den ganzen Rahmen rundum. Jetzt sind Sie schon voll im Abstimmungskampf, aber so weit sind wir noch gar nicht. Es gibt eine Abstimmungssendung, Sie oder andere dürfen da sein. Erzählen Sie doch zuerst mal, wie haben Sie das angebracht? Es ist eben nicht ein normales Referendum. Es ist nicht von der SP oder von den Gewerkschaften gemacht. Ja, die anderen Parteien, die Organisationen, die haben alle darauf verzichtet, uns zu unterstützen oder überhaupt selber das Referendum zu ergreifen. Ich glaube, dort ist ganz klar schon der Wahlkampf, der Dauerwahlkampf reingeflossen. Aber wie haben Sie es geschafft? Wir haben jetzt den Leuten gesagt, um was es in diesem Gesetz geht. Wir haben gefragt, wer will das Referendum unterstützen, wer will das Referendum ergreifen. Und innerhalb einer Woche haben sich 10'000 Leute gemeldet. Und jetzt haben wir innerhalb von 62 Tagen 55'000 Unterschriften gesammelt. Also einfach, meine Damen und Herren, das ist relativ spektakulär. Da ist kein Apparat dahinter, keine Organisation dahinter, keine Partei oder Gewerkschaft, die es schon gegeben hat, sondern Sie haben die 10'000 Leute spontan zusammengesammelt. Das ist eine kleine Revolution, Herr Rouschi, in der Schweiz. Ich glaube, es ist nicht eine Revolution. Es ist
das, was das Referendum eigentlich dafür gemacht ist. Und zwar, dass sich Bürger können wehren können, das Veto, also das Veto einlegen bei Vorlagen vom Parlament, wo sie finden, das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Ich glaube, das ist nicht eine Revolution. Das ist das, was eigentlich Alltag sein sollte. Ich glaube, man darf nicht Angst haben vor Volksabstimmungen und Referenden, sondern man sollte sie fördern und Freude darüber haben, dass unsere Demokratie doch so lebendig ist. Und ich glaube, viele haben Freude mit Ihnen und viele haben Freude, dass die Rechtsdemokratie lebendig ist. Aber es hat ja schon auch noch einen anderen Aspekt. Das Referendum ist nicht nur da in der Schweiz, um Sachen zu versenken, die einem nicht passen. Sondern es ist auch dafür da, dass man die Leute, die es könnten versenken, schon im Voraus einbindet. So ist es immer in der Schweiz gewesen. Aber genau diese alte Regel wird jetzt zumindest hinterfragt und damit auch die Macht des Parlaments. Jedes Geschäft im Bundeshaus hat Befürworter und Gegner. Um eine Vorlage durchzubringen, ringen Politiker im Parlament um Kompromisse und schmieden Allianzen. Mit anderen Parteien, mit Gewerkschaften oder Verbänden. Denn nur sie sind imstande, innerhalb 100 Tagen 50.000 Unterschriften zu sammeln und so ein Referendum zustande zu bringen. Sind genug wichtige Player im Boot, gilt eine Vorlage als referendumssicher. So war es immer. Und heute? Auch dank neuer Plattformen und sozialer Medien ist es einfacher geworden, ein Referendum zu starten. Auch Jungparteien und ganz normale Stimmbürger können sich vernetzen und eine Parlamentsvorlage bekämpfen. So können sie auch Parteien umstimmen und Allianzen brechen. Michael Herrmann, was da passiert ist, was heisst das für die Politik in der Schweiz? Ja, das ist wirklich eine Machtverschiebung, weil die Referendumsdrohung hat ja genau nur für die funktioniert, die voraus schon organisiert waren. Der Zeitdruck ist ja viel grösser beim Referendum als bei der Initiative. Dort kann man lange voraus planen, hat dann auch Fristen. Und da muss man sehr schnell sein. Und dass das jetzt so schnell gelungen ist, das ist schon etwas Neues, etwas Spektakuläres, dass es ja überhaupt keine Institution hatte. Und das heisst eigentlich, es ist eine Verschiebung von den klassischen Institutionen zu den Bürgerbewegungen, die wir hier sehen. Ist noch verrückt? Ist doch noch verrückt, Christian Markwalder? Ich glaube, es hat natürlich auch mit dem technologischen Wandel zu tun. Oder? Während dem früher man hat wirklich müssen vor dem GOB gehen, Unterschriften sammeln, kann man heute eine Webseite aufschalten, kann man via Social Media die Leute sammeln, eben Commitments abholen, Crowdfunding machen. Also wir haben ganz neue technologische Möglichkeiten, die natürlich die Hürden auch massiv senken. Aber gleichzeitig denke ich, es tut unserer Demokratie keinen Abbruch. Weil eben, es wird wieder darum gehen, zu überzeugen, zu erklären, woher wir kommen. Wir kommen daher, dass die Schweiz ist verurteilt worden vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass wir keine genügenden gesetzlichen Grundlagen haben für Observationen bei Versicherungsbetrug. Und jetzt haben wir die gesetzliche Grundlage geschaffen. Das wird jetzt bekämpft. Wir werden darüber debattieren. Ich bin überzeugt, also persönlich, dass das Gesetz wird durchkommen, die gesetzliche Grundlage. Aber es ist gut, wenn die breite Debatte geführt wird. Gegen das habe ich gar nichts. Moritz Leuwen. Ja, man hätte ja damals nicht gedacht, 50'000 Bürgerinnen und Bürger sollen das Referendum nur dann machen können, wenn sie möglichst lange im Schnee stehen. Sogar nur Männer. Frauen sind noch nicht mal sogar nur Männer. Sondern man hat gefunden, wenn 50'000 Leute wollen, dass es ein Referendum gibt. Und jetzt ist das halt technisch ein bisschen einfacher. Ich weiss noch, wo die Firma Denner jedem, der eine Unterschrift gegeben hat, einen Franken gezahlt hat. Oder ist denn das? Das ist ja... Das ist dann eher finde ich, skandalös. Ja, aber dass man jetzt die neuen Technologien dazu nutzt, also ich finde das sehr gut. Als ich vorhin meine Rausche zugelassen habe, sage ich, bin genau gleicher Meinung wie ihr. Ich hätte es nicht besser können sagen. Das ist jetzt wirklich Schweizer Demokratie, wie es alle Länder rundherum nicht verstehen. Das könnt ihr denen nicht erklären. In der Schweiz kann jeder und jede ein Gesetz bekämpfen oder ein neues machen. Wir haben noch extremere Fälle. Oder? Wir haben heute einen Verwahrungsartikel in der Bundesverfassung. Wissen Sie, warum der da reingekommen ist? Weil drei Frauen gesagt haben, das geht doch nicht, unsere Töchter sind vergewaltigt worden, die Strafen sind zu wenig hoch, die Verwahrung ist zu wenig gut. Jetzt sammeln wir drei Frauen 100'000 Unterschriften. Da ist die Verfassung geändert worden. Das geht in keinem anderen Land. Ich bin nicht eurer Meinung politisch bei diesem Gesetz, ich stehe hinter diesem Gesetz, aber ich finde das fantastisch. Aber es ist doch schon lustig, Pimmi Bischof, und das ist Gemeinheit, dass wir bei der Arena heute Abend das Päckchen gemacht haben zwischen diesen beiden Themen. Da singen sie jetzt hohe Lieder von der direkten Demokratie und beim anderen wird es ein bisschen
ausgeschaltet, weil man einfach dringend eine Lösung braucht. Ja, das ist jetzt ein Vorwurf an die Arena. Die haben eben eine Kuhhandel gemacht. Das sind zwei Geschäfte, die überhaupt nicht zusammengehören. Oder? Aber haben sie in die gleiche Arena reingebracht. Okay. So ist halt die Schweiz. Lassen wir es so ruhen. Dimitri Ruschi, der Punkt inhaltlich von der Frau Markwald, dass sie gesagt hat, es wird einfach eine Grundlage geschaffen für das, was wir eigentlich immer schon gemacht haben. Nein, wir haben ja nicht eine Grundlage, eine gesetzliche Grundlage für die Überwachung schaffen, sondern wir haben eben eine rechtsstaatliche ein Gesetz schaffen, das vor allem auch uns alle, uns Versicherten schützt, und zwar vor der missbräuchlichen Überwachung durch die Versicherungen. Das sind Krankenkassen, das ist Unfallversicherung, das ist die IV und so weiter. Und die Absicherung haben wir nicht mehr. Wir haben keinen Rechtsstutz dort drin. Es ist unklar, wie wir uns wehren können. Und dieser Auftrag, es tut mir leid, Frau Markfelder, den hat das Parlament wirklich nicht erfüllt. Und darum müssen wir hier wirklich die rote Karte zeigen. Also wir haben diesen Auftrag sehr ernst genommen, weil eben die Schweiz ist verurteilt worden. Wir haben vorher die Observationen sind durchgeführt worden. Und zwar einfach nicht zum reinen Vergnügen, sondern weil Sozialversicherungsbetrug heute eine Tatsache ist in der Schweiz. Und wir wollen die Leute, die auf Kosten der Allgemeinheit, von allen, die Prämien in die Sozialwerke einzahlen, wollen wir nicht schützen. Sondern wir wollen die, die Leistungen erschleichen, betrügerische Schleichen, zur Rechenschaft ziehen. Und das geht manchmal nur, indem man sie observiert. Aber wir haben ganz viele rechtsstaatliche Pflöcke eingeschlagen. Wir haben es zeitlich limitiert. Es geht um öffentlichen Grund, es geht um richterliche Genehmigung, wenn man GPS-Tracker einsetzen will. Also wir haben alles wirklich wir haben in dem Sinn auch die Einwände, die gemacht wurden, ernst genommen. Das stimmt leider nicht. Also es ist so, dass mit dem neuen Gesetz die technischen Möglichkeiten, die wir mal noch ausklammern. Das ist unklar, was dort alles drin steht. Das hat sogar der Bundesrat gesagt. Und was der Ort von der Observation anbelangt. Nur von öffentlichem Grund. Das ist nicht so, Frau Markwald. Es tut mir leid. Gut. Im Wortlaut es ist steht noch korrigiert. So. Es ist jetzt gerade noch Michael Herrmann, wollen Sie es aufklären? Was da noch passiert ist mit vom öffentlichen Grund? Ja, ich kann das schon selber machen. Also der Bundesrat. Nein, ich kann das schon machen. Also ich habe das Geschäft sehr gut verfolgt. Und Frau Steinemann aus dem Nationalrat hat eine Anfrage gemacht. Und diese Anfrage, die tut etwas anderes sagen als wir. Der Bundesrat hat dort eine ganz andere Antwort. Aber wir haben vier Rechtsprofessoren, die das Geschäft seit dem Anfang, seit 2016, verfolgen, die genau etwas anderes sagen. Und zwar aus dem Wortlaut aus dem Gesetz. Dort steht von öffentlichem Grund einsehbar. In die Küche, in die Küche, ins Schlafzimmer. Ja, auf das Ehebett mit dem Panoramafenster. Wir schauen das jetzt mal an als Trailer auf die Abstimmungsarena zu dem Gesetz, genau. Wo ja wir gekommen sind, das Referendum angebracht. Und das ist ja das Grossartige. Und das müssen wir wirklich uns auch freuen, dass so etwas möglich ist. Aber man kann ja gleichzeitig auch die kritischen Fragen stellen. Man kann ja die kritischen Fragen stellen, was taugt denn überhaupt noch eine Einigung im Parlament, Herr Leuenberger? Was taugt denn noch eine Einigung, wenn man sie nachher trotzdem kippen kann? Da hat es keine mit der SP. Diese Schwierigkeiten hat das Parlament, diese Schwierigkeit hat auch die Regierung. Immer wieder auf die Tauchfühlung mit der eigenen Basis zu gehen und zu wissen, wird denn das von meiner eigenen Basis oder nicht. Da ist es mir selber auch öfters passiert, dass nachher plötzlich in der eigenen Partei sind dann halt andere Stimmen da gewesen. Das passiert im Parlament, also das nimmt jetzt dann auch seinen Gang. Könnte man vorstellen, dass da plötzlich die Basis etwas anderes sagt, als sie es vorher gedacht hat. Das gehört halt dann auch zur direkten Demokratie. Dass nicht einfach im Parlament oder in der Regierung endgültig kann entschieden werden kann. Die Referendumstauglichkeit die hat man immer im Hinterkopf. Da kann eine Regierung auf die Welt kommen, da kann ein Parlament auf die Welt kommen, da kann sogar eine Partei auf die Welt kommen. In diesem Fall die SP, Barbara Gysi. Sie sind ja eigentlich die, die wirklich Pech hatten bei dem Geschäft. Sie haben gesagt, nein, sie nehmen das Referendum nicht. Herr Löwra, Herr Nordmann, Ihre Fraktionschef, Ihre Parteipräsident, haben gesagt, nein, machen wir nicht. Dann sind die gekommen, Dimitri Ruschi, und dann mussten sie doch wieder umschwenken. Wieso denn nicht gerade von Anfang an? Also man muss einfach sagen, die SP hat von Anfang an das Gesetz massivst bekämpft. Das ist aus dem Ständerat, aus der Kommission heraus, im Schnellzugtempo gemacht worden. Das haben sehr unsauber geschafft. Und es hat schon in der Kommission, auch bei uns im Nationalrat, sehr kritische Stimmen auch gehabt, von den Rechtsprofessoren. Silvia Wir waren einstimmig gegen das Gesetz,
haben dann als Partei entschieden, das Referendum machen wir nicht, weil es sind gleichzeitig ganz wichtige andere Sozialversicherungsvorlagen auch in Diskussion, möglicherweise sogar Referenden, die gemacht werden müssen. Da haben wir einfach eine andere Einschätzung gehabt. Sollen wir das Referendum machen oder nicht? Aber in der Sache gibt es überhaupt keine Differenz zum Referendumskomitee. Würden Sie heute Abend in der Arena sagen, als Vizepräsidentin von der SP, ein Fehler gewesen? Man hätte gerade auf das Referendum setzen sollen. Ich persönlich finde die Einschätzung nach wie vor richtig, dass das Referendum auch Risiken birgt. Und darum im Gesamten, wo eben einfach wir auch beurteilen müssen, haben wir hier gesagt, das Referendum sehen wir eher nicht. Und es hat eine Gruppe aus dem Volk. Ich finde, dass auch das ist gelebte Demokratie. Und es kann sein, dass wir im Sozialversicherungsbereich noch andere Referenden jetzt in nächster Zeit auch ergreifen müssen. Und darum ist es immer eine Einschätzung. Und da haben die ganz einen anderen Approach gehabt. Und ich meine, die Unterschriften sind auch nicht einfach von selber zustande gekommen. Da, da ist man auch massiv auf die Straße und hat gesammelt. Und auch Leute aus dem Parlament sind ja da mitgegangen. Also als Internetunternehmer hatte ich natürlich riesig Freude, gehabt, dass das so schnell zustande gekommen ist. Ich habe aber mit diesen Leuten noch geredet, wie sie es genau zustande gebracht haben. Also, da muss man vielleicht auch noch sagen, es ist also nicht ein Knopfdruck auf dem Internet gesehen und da sind 55'000 Unterschriften eingeprallt, sondern etwa ein Viertel sind so eingekommen, der Rest ist einfach über Mobilisierung passiert und ich gratuliere euch. Und was ich einfach dazu gleich noch schnell muss sagen, ich meine, der Herr Bischof singt jetzt, Sie entschuldigen, wenn ich das so sage, das hohe Lied von diesen drei Frauen, die die Verwahrungsinitiative zustande gebracht haben, vor denen ich auch einen riesigen Respekt habe, aber der Rupperswiler-Mörder ist nicht verwahrt worden, oder? Heute ist natürlich, wir haben Bürgerbewegungen, aber das, was die Bürger wollen, wird nachher zum Teil einfach nicht mehr umgesetzt. Und das ist quasi das Bedenkliche in diesem Land. Könnt vielleicht auch den Bogen mal wieder zurück. Vielleicht fast noch eine andere Frage. Michael Herrmann, bitte. Genau. Es gibt nämlich schon einen Zusammenhang auch zwischen den beiden Themen, die wir heute haben. Also, außer eben die Frage der direkten Demokratie. Es gibt auch einen Zusammenhang im Parlament. Was schon speziell war in diesem Gesetz, ist die Geschwindigkeit, die das durch die beiden Räte gepeitscht worden ist, dass eigentlich eine sorgfältige Meinungsbildung im Parlament nicht hätte stattfinden können. Dieser Druck ist außergewöhnlich. Und genau gleich läuft es jetzt eben auch bei der anderen Vorlage. Man erhöht den Druck, indem man Geschwindigkeit setzt. Man setzt quasi den anderen Pistolen an den Kopf. Man muss sehr schnell reagieren. Und dann kann eben auch die Qualität darunter leiden. Und darum ist es eben wichtig, dass wir hier auch Korrektur von der Bevölkerung haben, von einem Referendumskomitee, der ein bisschen den Watchdog spielt gegenüber dem Parlament. Das ist eine kritische Aussage von Michael Herrmann. Das Gesetz hat ganz einen normalen parlamentarischen Lauf genommen. Wie ich gesagt habe, das Urteil vom EGMR ist gekommen, die gesetzliche Grundlage für die Observation ist weggefallen. Die ZUWA hat ihre Observationen beispielsweise und auch die anderen Sozialversicherungen sofort eingestellt. Dann hat man gesagt, wir haben gleich ein Bedürfnis, das Kollektiv der Prämienzahler vor Betrügern zu schützen. Und man tut ja das auch erst anordnen, wenn man wirklich einen begründeten Verdacht hat, weil das kostet. Also keine Versicherung hat einen Anreiz, einfach ihre ganze Kundschaft zu überwachen, weil sie steuert. Und dann ist es zwischen den Räten hin und her gegangen, verabschiedet worden, jetzt ist das Referendum ergriffen. Also es hat überhaupt nichts mit durchpeitschen und aufs Gaspedal drücken. Ein normaler Lauf. Es hätte andere Vorlagen gegeben, wo wir dann geschaut haben, dass sie in der gleichen Session in beiden Räten durchkommen. Und die diskutieren wir dann wieder in einer anderen Sendung. Aber ich möchte gerne noch mal versuchen, den Bogen zu spannen über den Abend und vielleicht helfen Sie mir dabei. Vielleicht ist es so, dass wir eine komplexere Welt haben. Mit grösserem Reformdruck, haben Sie gesagt, Michael Herrmann. Eine Welt, in der Kompromisse schwieriger geworden sind, haben Sie gesagt, Herr Leuenberger. Und dass wir auf das reagieren mit solchen Päckchen, wie wir es jetzt auf dem Tisch haben. Und gleichzeitig die Gegenbewegung, dass es einfacher wird, ein Referendum zu ergreifen. Moritz Leuenberger, was haben Sie das Gefühl, wer setzt sich am Schluss durch? Haben wir ein stärkeres Parlament, das Komplexität reduziert und uns pfannenfertig Sachen vorlegt? Oder haben wir Bürgerbewegungen, die aus einer Facebook-Gruppe heraus alles versenken können? Ich tendiere also eher auf das Zweite, dass die Gruppen stärker werden, dass sie das Referendum ergreifen können. Aber in der Sache heisst das noch gar nicht. Und das ist ja dann auch eine grosse Angst, die ich eben glaube, auch die SP hat eben ein bisschen gehabt, nämlich, wenn es dann zu einer Abstimmung kommt und sagen wir mal, ich übertreibe jetzt, oder 90% wären dann für das Gesetz, nachher geht plötzlich ein Trend los, alle Sozialbezüger sind Sozialschmarotzer, dann kommt die ganze Scheininvaliden-Verdächtigung gegen jeden Sozialbezüger wieder. Und das sind dann Tendenzen, die gefährlich sind.
Und das hat natürlich wahrscheinlich im Parlament auch ein bisschen eine Hemmung ausgelöst, jetzt das Referendum zu wagen. Jetzt ist es da, jetzt ist es gewagt und jetzt muss man den Kampf auch aufnehmen. Sagen, also nicht jeder Sozialbezüger ist schon fast ein Scheininvaliden und darf beobachtet werden. Sie sagen aber auch, die taktischen Überlegungen haben vielleicht durchaus. Ja, also das vermute ich. Ich vermute es jetzt, ich bin ja nicht mehr dabei. Oder? Aber letztlich finde ich, aus Angst vor der Abstimmung dürfte man nie auf ein Referendum verzichten. Also man darf nicht die Abstimmung in der direkten Demokratie fürchten. Für meinen Bischof, ich habe Thesen aufgestellt, dass wir die beiden Bewegungen haben. Einerseits das Parlament, das versucht, Päckchen zu machen. Andererseits, dass die Schwelle sinkt, um ein Referendum anzubringen. Wer, haben Sie das Gefühl, setzt sich durch? Ich glaube, beide Tendenzen stimmen nicht ganz. Also, die sind ja von der These ausgegangen, wir haben einen Reformstau in diesem Land. Also, wenn man jetzt wieder mal ganz Europa anschaut und das Schweizli mit drin, muss man sagen, unser Land steht ja hervorragend da. Oder? Und die Reformen, die wir durchführen, hier haben wir jetzt zwei wichtige Reformen, die wir machen. Zwei wichtige aber Reformen. Schauen dann ist, was Italien für eine Reform bedarf, was Frankreich. Und dort passiert einfach nichts. Die Frage ist, ob wir uns vergleichen wollen. Genau, man kann auch anderen Punkt. Also, ich würde sagen, wir haben dort mit der direkten Demokratie wir sind hervorragend gefahren. Und das Modell von Herrn Rausch, ja, die das vorhin gesagt hat, ich finde das super. Und die hilfloseste Reaktion darauf ist ja die ich auch in der Zeitung gelesen habe. Also man sagt, ja, man müsste halt die Unterschriftenzahlen aufsetzen. Oder? Ich sage das jetzt nur noch mal, wirklich eine unschweizerische Reaktion. Oder? Also das ist eben eine Stärke von diesem Land. Vielleicht auch nur, weil wir ein kleines Land sind. Deutschland könnte das auch gar nicht. Und ich würde mich sehr dagegen verwahren, die Volksrechte einzuschränken. Nein. Auch wenn das mehr als Parlamentarier schwächt. Herr Bischof, ich glaube, wir sind ein schwaches Parlament. Wir freuen uns, glaube ich, alle darüber, dass so ein Referendum möglich ist. Aber ich sage noch mal, Sie sind der, der heute Abend für etwas einsteht, wo die Volksrechte ein bisschen einschränken aus Sicht der Kritiker. Nein, das tue ich nicht. Ich bin mir bewusst, dass am Schluss Volk ja oder nein sagen kann. Das hat der Herr Herrmann vorhin auch richtig gesagt. Das ist auch der Herr Leuweg, das Risiko, das wir eingehen, wenn wir Sachen zusammennehmen. Aber vor 100 Jahren das Zivilgesetzbuch ist angenommen worden, oder? Auch mit dem sehr umstrittenen Scheidungsrecht drinnen und mit den ganzen. Aber ich glaube eben, dass er so happy ist mit dem Zeit, dass er nicht so Angst davor hat. Also das ist auch die direkte Demokratie, die findet man toll, solange sie eben nicht dort bedroht, wo man es problematisch findet. Ich denke, das ist auch ein bisschen die Einschätzung, die hier mitschwingt. Und ich denke schon, man muss sich auch bewusst sein, aber das wird jetzt nicht immer so gemacht. Das sind spezielle Fälle. Man hat eine Zeit lang von der Initiativflut geredet. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen vorbei. Man hat das Gefühl gehabt, das wäre jetzt alles anders. Wo alle hat sich aber abgenutzt. Es hat sich Zeit um Initiativen im Debattieren. Genau, das stimmt. Aber das so stimmt. In dieser Bedeutung, oder, dass die Initiative uns sozusagen die Agenda betreiben. Man hat sich auch wieder ein bisschen daran gewöhnt, es wird auch wieder weniger attraktiv sein. Auch für die FDP hat auch mal eine Initiative machen, man ist dann wieder davon abgekommen. Und ich denke auch hier, das wird jetzt nicht das System völlig auf den Kopf kehren, nur weil es jetzt hier bessere Möglichkeiten gibt, Referenden zu ergreifen. Weil es vielmehr auch schwieriger geworden ist, das dürfen wir auch nicht vergessen. Früher war es eben einfacher gewesen. Die Leute sind an Turnen gegangen, man konnte dort herstehen, dass sie die politisch interessiert waren. Die Leute waren organisiert. Heute sind die Leute nicht mehr so organisiert. Darum ist es auch eine Chance, die Verluste zu kompensieren, die man auch hatte, aufgrund der Individualisierung. Also wie eine neue Art zum Organisieren. Früher hat man die Leute abgefangen, wenn sie den Zettel einschmeissen. Heute fängt man es ab in der Facebook-Gruppe. Christa Markwalder, welche von diesen Trends haben Sie das Gefühl, könnte sich durchsetzen? Ja, ich würde mir eben wünschen, dass genau die neuen Technologien und Facebook-Gruppen nicht nur eingesetzt werden, zum Blockieren, sondern auch zum Ideen generieren. Wir haben ein paar Mal gehört, als ich auch die Debatte vom Ständerat reingelassen habe, dass die mittlere Unzufriedenheit ist durchaus durchgeschwungen. Aber ein paar Mal haben Ständerätinnen und Ständerät gesagt, ja, wenn jemand eine bessere Idee hat, wie wir die Steuerreform auch in einem Referendum durchbringen können, dann bitte. Dann müssen sie offen. Und genau das für das sollte man ja jetzt eben die neuen Technologien und Diskussionsmöglichkeiten auch nutzen können. Nicht nur zum Blockieren, sondern zum Anregungen und konstruktive Ideen einzuweisen. Sie auch konstruktiv nutzen. Herzlichen Dank, Herr Markwalder, und Ihnen allen. Ein Highlight haben wir heute Abend noch für Sie. Und eine letzte Frage. Die WM fängt ja nächste Woche endlich an. Aber wichtiger als die Frage, wer die WM gönnt, ist ja die Frage, mit wem man die WM schaut. Für meinen Bischof, mit wem schauen Sie ein Eröffnungsspiel nächste Woche? Ich schaue ein Eröffnungsspiel mit meiner Familie. Wir haben eine Einladung bekommen, so ein, wie sagt man dem, Screening, Public Viewing. Und das zweieinhalbjährige Töchterli, ich weiss jetzt nicht, wie er auf diesen Fußballmatch reagiert, aber wir gehen das zusammen. Und auf die Menschenmenge, die sich da drängt?
Natürlich sind wir alle für die Schweizer Nazi, aber wenn die Schweizer Nazi dann mal draußen ist, für wen fähnen sie dann? Also ist, mir stellt sich die Frage anders. Die Frage ist nur, wer gegen die Schweiz im Finale wird antreten. Gut, gut. Michael Herrmann, mit wem schauen Sie das Eröffnungsspiel? Ich schaue es gar nicht. Dürfen wir das? Ja, sicher schon. Nicht Fußball. Ich gehe Velofahren, ich gehe nicht Fußball. Nicht Fußball spielen, nicht Fußball schauen. Schauen Sie Velorennen? Nein, auch nicht. Ich schaue selten Fernsehen. Ah, außer die Arena. Das ist der Markt. Mit wem schauen Sie das Eröffnungsspiel oder wo? Ich habe nächste Woche meine Agenda mit der Session verplant und deswegen steht das Eröffnungsspiel nicht in meiner Agenda, aber ich werde dann das Finale schauen. Moritz Leuberger, sind Sie der Velofahrer oder der Velorenner-Schauer oder der Fußballer oder Fußballspiel-Schauer? Also wenn schon schauen, aber also, das ist, also ich danke für die Frage. Ich werde sie daheim in der Familie besprechen, werde konsensual miteinander wahrscheinlich ein Päckchen machen. Was man gleichzeitig darf machen darf. Aber das besteht mir noch eine Diskussion bevor. Herzlichen Dank, Herr Leuberger. Das war die Arena. Verantwortlich ist der Stefan Reinhardt. Und an diesem Punkt, meine Damen und Herren, wie angekündigt, haben wir ein besonderes Highlight für Sie. Bis zum Sommer ist das Gast bei uns, die Slammerin und Kabarettistin Patti Basler, die jetzt hier im Studio ohne Vorbereitung, ohne Netz und doppelten Boden für uns alle zusammenfasst, was heute Abend passiert worden ist. Begrüßen Sie mit mir zusammen mit einem herzlichen Applaus, Patti Basler. USR Nummer 3 und AHV, OECD sagt Nein, es gibt einen Stau. SVP, CVP und FDP, die SP auch, jetzt haben sie eh all deppen gesehen. Es wird alles kompliziert und zusammengeführt, komplizenhaft werden, Päckchen geschnürt. Als Schattenbischof weiss man, wie es klingt, wie man Zeug, die nicht zusammengehört, gleich zusammenbringt. Ja, so Leue und Berger, das sind gar nicht Schwermann. Man bringt ja auch einen Michael zum Hermann und eine Kuh zum Handel. Die Gefahr sie steht, dass man vor Bäumen den Marktwald nicht mehr sieht. Ja, und der einzige AHV-Rentner von dieser Runde sagt, also den Kuhhandel habe ich erfunden. Und Gysi sagt, easy, die Basis macht vorderhand mit. Die verstehen quasi einen Weg die Vorlage nicht. Ja, und auch hier. SP und SVP, einen gemeinsamen Nenner. Der Grüter sagt nämlich, hey, ja, das kennen wir. Et le seul qui est contre, et le vert, il est contre vert, et contre coeur. Neue Ärger, neue Qualen. Er muss ja dann im Leuenberger die AHV zahlen. Und darunter leidet jedes Kind, jedes Buschi. Hier damit zum Dimitri Ruschi. Ja, der braucht keine Wahlkampfinitiative gegen die Sozialdetektive. Er sucht sich für das Referendum Junge und Kinder. Wenn nicht auf Facebook, dann wahrscheinlich auf Tinder. Ja, was den Grüter betrifft, er holt sich im Schiff jede Unterschrift. Wahrscheinlich am Public Viewing mit dem Bischof. Mark Walder will sich noch nicht verbuchen. Der Leuenberger muss noch einen Konsens suchen. Ja, das Problem ist doch einfach, wenn die Vorlagen zu komplex sind. Wenn sie ohne Kuhhörner, ohne Crime, ohne Sex sind. Darum habe ich beispielsweise das Vollgeld-Spielgesetz-Päckchen geschnürt und es schön eingepäckelt und ins Altpapier gerührt. Patti Basler, meine Damen und Herren. Und das war die Arena. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, friedlichen Rest des Abends. Adem, ich bin auch.